So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist in der Nacht, man wird mich nicht gut sehen können. Deshalb bleibe ich hier mal kurz im Licht. Und zwar bin ich gleich beim Schalke-Spiel gegen Real Madrid. Bin ein bisschen in Zeitdruck, deshalb gehe ich jetzt auch wieder zurück zu meinem Haus. Denn, oder zu unserem Haus, gehört ja nicht mehr. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich muss jetzt hier noch kurz mit dem Hund raus und man wird mich nicht gut sehen können. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall gleich. Ciao! Ich kurz das auf. Ich hoffe, man sieht das. Visca Masa und Marcel Scorpio. Was machst du für Videos? FIFA-Videos. FIFA? Läuft auf jeden Fall. Wir müssen mal Waiter gegeneinander machen. Ja, gerne. Okay, ja, okay. Xbox One? Nee, leider auf PS4. Okay, lass uns. Aber zur Not auf PC. Aber ja, cool, euch zu sehen. Jo, grüß an deine Abonnenten. Viel Spaß. Ja, danke. Grüß an Olbe. Danke, danke. So, Freunde, ich bin wieder zu Hause angekommen. Champions League ist vorbei. Schalke hat 0-2 gegen Real Madrid verloren, war aber auf jeden Fall ein sehr ansehnliches Spiel. Ich dachte, ich hau jetzt hier nochmal ein Fazit raus und erzähl nochmal ein bisschen was. Auf jeden Fall erstmal ziemlich geil, dass ich Visca Barca und Marcel Scorpion einfach vorm Stadioneingang getroffen habe. Das war irgendwie so ein richtig kranker Zufall, weil keine Ahnung, was muss alles passieren, dass einer von den 64.000, die da reingehen, dann einfach mal Marcel Scorpion und Visca Barca sind. Viel FIFA war noch im Stadion, habe ich gerade gesehen. Also jetzt nicht Dings, sondern hier auf Facebook. Auf jeden Fall eine ziemlich geile Sache. Ich möchte jetzt aber nicht zu sehr vom Thema abschweifen. Und zwar wollte ich euch jetzt einfach nochmal meine Gedanken zum Spiel liefern. Also Schalke gegen Real Madrid. War eigentlich ganz in Ordnung. Ich bin relativ zufrieden. 0-2. Ich habe auch so von Anfang an gesagt, so 0-2, alles unter 0-3 wäre in Ordnung. Dass sie sich halt nicht zu krass blamieren. Und ich denke mal, blamiert haben sie sich auf jeden Fall nicht.
Platte und Wellenreuter, zwei richtig junge Spieler, haben da auf jeden Fall ordentlich für Furore gesorgt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten ist Real zu seinen Chancen gekommen und hat dann auch verdient gewonnen, ganz klar. Das ist nicht die Sache. Ronaldo hat man auch gesehen, dass wenn der die Chance bekommt, dann macht er die Nummer rein. Das war dann beim Kopfball, stand da einmal alleine. Ansonsten bin ich definitiv zufrieden. Ist besser als letztes Jahr. Letztes Jahr war es ein 1:6 und war auf jeden Fall ein richtig chilliger Tag. Auf einmal da Marcel Scorpion und Visca Barca zu treffen, war auf jeden Fall nochmal so mein persönliches Highlight auf jeden Fall. Nur ein bisschen 2-3 Minuten mit denen zu labern. Ich bin vielleicht auch bei Marcel im Video, oder ich weiß nicht, ob es bei Visca Barca war. Weiß ich nicht. Die haben da auch was aufgenommen, wo ich kurz was sage. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so behindert geworden, weil ich echt krank aufgeregt war. Wenn ein YouTuber einen YouTuber trifft und, naja, komisch. Auf jeden Fall, ich kenne das jetzt also auch, ne, wenn man jemanden trifft, den man gerne schaut. Also ich gucke die beiden jetzt nicht irgendwie jeden Tag, aber schon relativ regelmäßig schaue ich da ab und zu mal vorbei, weil die ja jetzt auch beide FIFA machen. Und jetzt kann ich euch das auch, jetzt kann ich das auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man halt jemanden trifft, den man gerne schaut. Von daher war heute mal ein bisschen Rollentausch für mich. Manchmal werde ich ja angesprochen, ey, hier, du bist doch Simon. Jetzt natürlich nicht so extrem wie bei anderen großen YouTubern, wie bei Barca oder Marcel. Aber das passiert mir vielleicht auch so einmal die Woche, dass da jemand auf mich zukommt. Oder zumindest, dass man das so hört, so man geht irgendwo vorbei und dann so, hey, ist das nicht der, ist das nicht der von YouTube, ist das nicht der? Also von daher, fühle ich mich jetzt auch ein bisschen heute, weil ich so der Kleine so, ey, seid doch von YouTube. War auf jeden Fall mega witzig und traut euch ruhig, mich anzusprechen. Ich weiß jetzt, wie das ist. Nicht wundern, wenn ich so ein bisschen passiv reagiere, weil das für mich auch immer so ein bisschen so, wow, da kennt mich jemand, ich kenne nicht den. Ne, ihr wisst, was ich meine, das ist immer so ein bisschen, ne. Aber ich bin eigentlich ein relativ offener Mensch, also wenn ihr mich auf der Straße oder so oder wo auch sonst seht, könnt ihr mich gerne ansprechen. Es wird auch nochmal irgendwann ein Abo-Treffen geben. Das war es jetzt erstmal zu dem Spiel. Ich war sehr froh, dass mein Vater die Karten hatte. Ich hoffe, ich lasse die Szene drin, wo ich mit meinem Vater über das Spiel kurz gesprochen habe. Also in der Halbzeit war das mein... Nee, war das vor dem Spiel oder in der Halbzeit? Ich bin mir gerade nicht sicher. War auf jeden Fall relativ witzig. Ich wollte unbedingt noch aufnehmen, wie mein Vater sich beim Autofahren aufregt. Das ist immer so witzig. Leider habe ich es am Ende verpennt. Leider. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. War auf jeden Fall richtig chillig. Haut da rein und macht's gut.